Ich möchte die Funktion mit der H-Methode ableiten, also gesucht ist f' von x gleich Limes h gegen 0 f von x plus h minus f von x durch h. Also Limes, brauche ich den langen Bruchstrich, h gegen 0 f von x plus h, also 3 mal Klammer auf x plus h zum Quadrat plus x plus h minus 4 minus noch länger 3x Quadrat plus x minus 4. So. Diesen Teil muss ich in Klammern setzen, damit die ganze Funktion abgeleitet wird. Und weil an der Stelle x plus h steht, deswegen muss hier dieses x plus h rein. Das Ganze teile ich jetzt durch h. Ist gleich. Einfach rumrechnen. F' von x ist gleich Limes. H gegen 0. Langer Bruchstrich. 3 mal Klammer auf Binom. X Quadrat plus 2hx plus h Quadrat plus x plus h minus 4 minus, jetzt die Klammer auflösen, 3x Quadrat minus x plus 4. Alle Vorzeichen drehen sich um und dann fällt der Vierer schon mal weg. Und das x fällt hier auch weg. Und ich muss vorne Limes h gegen 0 dreimal die Klammer rechnen. 3x Quadrat plus 6hx plus 3h Quadrat plus h minus 3x Quadrat durch h. Es wird besser, der Bruchstrich kann verkürzt werden. Ist gleich Limes h gegen 0. So, was fällt weg? Ich habe hier ein 3x Quadrat, das fällt weg. Im nächsten Schritt klammere ich oben ein h aus. Das ist immer gleich. H mal Klammer auf 6x plus 3. 3 plus 1, Klammer zu durch h. Also h mal 6x gibt meine 6hx, h mal 3h gibt die 3h Quadrat, h mal 1 gibt mein h, passt alles. Und ich kann jetzt dieses wunderschöne h kürzen. Also f' von x ist Limes h gegen 0, 6x plus 3h plus 1. An der Stelle kann ich sagen, ja, wenn h gegen 0 ist, wird dieser Teil 0. Ja, bei h gegen 0. Und übrig bleibt 6x plus 1. Das ist mein Ergebnis.